herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wir haben heute Folge 5 für unseren Bruder Volvo Dumper Umbau. In der ersten Folge haben wir ihn ja zerlegt. In der zweiten waren die Antriebsachsen, also 3D-Pedal hinten, Antriebsachse vorne dran. Dann haben wir die Radadapter zusammengebaut oder eingebaut. Die Lenkung ist eingebaut und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Das ist das Easy-Clip-System. Habe ich euch mitgebracht und das bauen wir jetzt hier ein. Das ist der Stand, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, die Antriebsachse, das 3D-Pendel ist hinten drin eingeklickt und jetzt bauen wir die Kippermechanik ein. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen und dann legen wir auch schon los. So sieht das gute Stück momentan aus und hier hinten haben wir ja bereits Platz gemacht für die Mechanik. Und ich lese jetzt gerade mal aus, den Arm habe ich schon zusammengebaut, das sind normal 3 Teile, einfach zusammenstecken, dann passt das. Dann haben wir hier die Easy-Kipp-Mechanik, der Motor ist magnetisch, da kleben jetzt alle Schrauben dran, so. Und ich habe das schon mal lackiert, weil es natürlich vorher immer einfacher geht als nachher. Kommt ansonsten aber unlackiert daher, darf jeder machen, wie er möchte. Das ist für oben, für die Kipperbrücke. Und diesmal gleich mit dabei, brauchen wir nicht extra ordern, sind die Endabschalter. Einmal für das nach oben fahren, der wird hinten eingebaut. Und einmal vorne einer für das Senken. Brauchen wir hier auf jeden Fall, denn wir wollen ja die Attrappen wieder hinbauen an die Kipperbrücke oder an die Mulde besser gesagt. Und deswegen brauchen wir das. Auf jeden Fall. Der Endabschalter ist auch noch nicht montiert, der kommt hier ein, wird hier einfach einmal draufgeschraubt. Schrauben und so weiter sind natürlich alle mit dabei. Sollte in dem Motor das Gewinde mal nicht so mitspielen, wie man das möchte, einfach ein bisschen Loctite drauf, ist kein Problem. Ist immer unterschiedlich. Es gibt Motoren, die haben ein hervorragendes Gewinde und manchmal ist es einfach nicht ganz so gut. Gut. Beschriftet ist alles, das heißt, man kann es dann nachher auch ganz einfach einbauen und zusammenlöten. Die Kabellängen reichen komplett, dass man sie nachher schön im Rahmen auch verstauen kann. Und jetzt bauen wir es hier hinten ein. Brauche noch schnell einen Stift. Am einfachsten ist es, der ist genau ausgerichtet, dass der genau da reinpasst, ohne dass die Achse später in dem pendelnden Zustand anstößt. Das heißt, ich kann hinten und vorne komplett einpendeln. Ich kriege auch oben alles nach unten, ohne dass irgendwo was ansteht. Aber man muss es eben jetzt einmal genau einbauen. Am einfachsten, man setzt den hier hinten auf, dass der komplett hinten einmal eingefedert ist. Und jetzt setzen wir hier die Kippermechanik an. Und jetzt, wie zeige ich euch das am ungeschicktesten? So, ihr seht hier unten ist die... Hier unten ist das 3D-Pendel. Und wenn ich das jetzt hier reinklappe, dann fahre ich im Endeffekt mit dem Motor einmal bis ganz hin. Bis nach hinten hin und ich kann das auch nach außen ziehen. Also so, dass es gerade ist. Der Motor darf innen drin auch an der an dem 3D-Pendel anliegen. Und jetzt gehe ich nur einfach 1, 2, 3 mm zurück, dass das hier ein bisschen Luft hat. Und ich hoffe, das sieht man hier. Ist jetzt ein kleiner Spalt zwischen Motor und dem 3D-Pendel. So muss es sein, dann ist es frei beweglich. Soll also nicht ganz anstehen, weil sonst, wenn ich das jetzt festschraube, dann schleift es immer ein wenig. Das brauchen wir nicht. Das heißt, ich schiebe es einmal ganz nach hinten, einmal ganz hier rüber und dann gehe ich einfach nur ein paar Millimeter, 1 Millimeter, 2 Millimeter weg. Jetzt mache ich mir hier meinen Punkt. Dann weiß ich, wo ich bohren muss. Jetzt hat es hier verwischt, oder?
Nein, geht. Kann man vielleicht mal ein bisschen ansetzen. Ich werde immer wieder gefragt, ist ein Zentrierbohrer. So. Dann kann ich hier reinbohren. So, bin ich jetzt ein bisschen verrutscht, oder? Ja, geht. Und dann kann ich es zumindest mal mit einer Schraube schon mal grob befestigen. So. Und jetzt seht ihr schon, hier hinten komme ich vorbei. Und auch wenn ich jetzt hier einpendel, auch hier habe ich mehr als genug Platz. Der Motor steht nicht an. Ich habe also in beide Richtungen trotzdem, trotz der Mechanik hier, die komplette Bewegungsfreiheit. So, da unten hat sich irgendwo noch eine Mutter hin verirrt. Die retten wir noch. So. Das schraube ich jetzt natürlich auch noch fest. Und dann ist die Kippermechanik hier soweit auch schon fest montiert. Wir können das jetzt natürlich auch noch ein bisschen ansenken hier, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Ein Rad noch rein. Also, so sieht das Ganze dann aus. Hier noch eine dritte Schraube rein. Und hier drüben bauen wir den Kipperarm hin. Schauen wir mal, ob wir den so montiert kriegen. Sonst müssen wir das nochmal schnell auseinandernehmen. So. Hier ist eine Madenschraube drin. Ich lasse sie jetzt momentan noch offen. Denn so können wir hier die Einstellungen alle perfekt vornehmen. Der andere Endabschalter wird hier vorne montiert. Nehmen wir hier einfach den Steg ein bisschen raus, wenn wir hier Platz kriegen. Brauchen wir nicht. So. So, möglichst bündig. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer, weil wir können das ja frei einstellen dann, wie wir das brauchen. Warum mache ich es nicht auf die Seite? Hier drüben kommt nachher wieder meine Abdeckung drauf. Und da ist mir ehrlich gesagt zu eng, deswegen mache ich das da rein. Brauche ich nicht großartig was wegschneiden.
Ein bisschen tief. Nach oben ein bisschen öffnen. So. So sieht das Ganze doch schon wunderbar aus. Ziehen wir mal kurz und dann machen wir die zweite Seite auch durch. So, vorne haben wir montiert und einstellen tun wir dann später. Kommen wir zum hinteren Part. Hier hinten hören wir schon, wann der Druckpunkt kommt im Endeffekt. Das heißt, wir haben hier ein leises Klicken und auch hier, den stellen wir nachher natürlich nochmal fein ein. Aber im Großen und Ganzen, wir müssen ihn etwas vorbiegen. Einfach mit einer kleinen Zange ein Stück nach vorne biegen, damit er etwas früher auslöst. Ja, wenn wir nachher noch ein bisschen noch mal etwas nachbiegen müssen. So, klingt auf jeden Fall schon mal super. Das war mal dieser Part. Und jetzt widmen wir uns gleich noch dem Kipperaufbau. Das machen wir sofort. Das schraube ich noch schnell fest und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt die noch fertig versenkt und festgeschraubt. Was ich vorhin vergessen habe, schaut, dass ihr hier bündig seid auf der Seite und vor allem, dass das Ganze hier gerade ist. Wenn ihr den hier aufsteckt, seht ihr auch gleich, ob wir hier in einer Fluchtzeit, ob das auch gerade alles funktioniert. Denn wenn hier ein bisschen schief ist, kann es natürlich sein, dass hier vorne irgendwo aufsteht sonst. Deswegen am besten hier außen bündig sein, dann passt es auch innen. Ich zeige es euch nochmal hier. Wir kommen hier wunderbar an allem vorbei und hält. Ja. So, das wäre mal dieser Part. Hier brauchen wir eigentlich sonst nichts mehr machen. Ich zeige nochmal vorne hier den vorderen Taster und hier hinten. Es ist, wie gesagt, alles beschriftet. Regler Plus, Regler Minus, Motor Plus und so weiter. Und dann widmen wir uns als nächstes dem Kipper. Ich habe schon mal markiert, hier muss einiges raus. Eigentlich hier dieser ganze Part. Ob wir das jetzt mit dem Dremel wegmachen oder mit einem Schleifer. Vielleicht probieren wir es mit dem Multitool nochmal, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich hole es gerade mal und dann legen wir hier los. So, schauen wir mal, wie wir mit dem Multitool zurechtkommen. Ich glaube, wir müssen das nur etwas drehen. Das geht ja mal hervorragend. Da bin ich ja richtig begeistert. Wie bin ich bisher ohne dieses Ding ausgekommen? Ja, der Wahnsinn. Schaut euch das an. Sieht ja schon mal super aus. Klar, sauber machen muss man immer ein bisschen. Aber ich muss sagen, beim Dremel geht das auch nicht viel besser. Deswegen
Super. So, ja, mei, was soll ich dazu sagen? Das jetzt noch ein bisschen schön abfeilen. Aber schaut sauber aus, gefällt mir sehr gut. Das Einzige sind diese schwarzen Striche. Das ist von diesem Blatt, macht irgendwie da Farbe drauf. So. Hier die Kante muss sauber sein, also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Und die sollte möglichst sauber sein. Schaut auch ganz ordentlich aus. Jawohl. Wir haben mit dabei diesen Kameraden hier. Und der kommt hierher. Wir sind ungefähr bei 3,5. Gehen wir hier hinein. Ja. Und zwar von der vorderen Kante. Also von hier vorne weg. 3,5. Ist ungefähr hier. Das heißt, es wird nachher so angebaut, dass das da drin läuft. Jetzt können wir eins machen, wir können hier schon mal kurz das Ganze festklicken. Wenn ich es drauf bekomme. Dann sehen wir auch gleich, ob alles hier schön schließt und passt. Gucken wir mal, ah genau, hier müssen wir noch ein Stück rausnehmen. Hier, dieses Stück müssen wir ausklinken. Ja, dass das auch ganz zugeht. Und jetzt können wir gucken, wohin wir mit dem Arm müssen. Das heißt, wir klappen das Ganze hier auf. Und wir wissen ja, hier sind wir bei 3,5. Das heißt, wir müssen ungefähr hier her. Schauen wir mal schnell. Jawohl. So. Also wir sind hier so einen halben Zentimeter weg von der Kante. Hier sind es ungefähr halber Zentimeter. Das heißt, wir können auch hier einen Strich runter machen. Und da kommt das Ganze dann hin. Müssen wir nochmal abbauen. Ne? Hier klinken wir noch schnell aus. Jetzt nehmen wir schön den Dremel.
So, hier hat auch die Easy-Kipp-Mechanik dann ihren Platz. Und hier kommt unser Profil hin. Wie gesagt, wir sind hier ungefähr einen halben Zentimeter, 0,5, genau. Und ich mache das eigentlich immer relativ einfach. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt oben bohren müsste, das heißt, ich male mir das hier an. Nimm hier die Mitte und mache mir hier einfach meine zwei Markierungen. Dann weiß ich, hier muss ich nachher durchbohren. Einmal, zweimal. Jetzt lege ich das an. Schau, dass ich wieder auf diesen Punkten bin. Und zeichne mir einen davon an. Tja, wo ist er hin? Dezentrierbar oder da? Also der ist, glaube ich, stumpf wie sonst irgendwas. Ja. Und jetzt befestige ich einfach nur mal ganz grob eine der Schrauben nehmen, die dabei sind. Spielt keine Rolle, kommt nachher eh wieder raus. Aber ich kann es jetzt wunderbar ausrichten. So. Das heißt, jetzt kann ich mir das so herrichten, dass es gerade läuft. So, das sind wir jetzt gerade. Und ich kann von der Seite hier das zweite Loch setzen. Die kann wieder raus. Jetzt kann ich auch beide mit einem Dreierbohrer natürlich durchbohren. Nicht mehr. Da hatte ich schon mein Gewinde drin. Jetzt kommt noch ein Gewinde ins zweite. Ich kann es natürlich noch schön abrunden, abfeilen. Das kann dann jeder machen, wie er möchte. Schön lackieren. Dafür sind auch Schrauben dabei, das sind die ganz kurzen. Die ganz kurzen Schrauben, damit die nicht überstehen, die hier reinkommen. Einmal festziehen und sitzt. Ja. Hier
einmal noch mit der Feile durchgehen, damit das Kugellager danach sauber drin läuft. Und wie gesagt, diese Seite hier sollte möglichst sauber sein. Die mache ich nachher noch sauber, weil hier dieser Kopf unter Umständen mal ein bisschen lang läuft. Und dann passt es. Das schieben wir hier rein. Das ist jetzt das, was ja ich gesagt habe. Das ist auch später jederzeit möglich umzubauen. Das heißt, es ist nur geklickt. Fädel es also vorne ein. Hier. Und passt. Der Arm selber ist noch nicht festgemacht. Den mache ich nachher fest. Nur so kann ich natürlich jetzt alle Funktionen einmal testen. Hier sitzen wir sauber auf, alles plan, hier sowieso und passt. Unten drin haben wir genug Platz für alles. Ich mache jetzt noch das ein bisschen sauber. Wie gesagt, ihr könnt die Schrauben dann noch anmalen und so weiter, aber soweit sind wir eigentlich hier durch. So. Unser Projekt geht in raschen Zügen dem Ende zu. Das ist der aktuelle Stand. Wir haben die Antriebsachsen eingebaut. Die Lenkung steht. Wir haben hier hinten die Kippermechanik verbaut. Radadapter sind schon drin. Jetzt geht es im Endeffekt an den Feinschliff. Lenkung einstellen, die ganze Verkabelung machen. Ich werde jetzt die Elektronik mal einlöten. Auf meiner Seite findet ihr ja einen Schaltplan, was wo hingehört. Das mache ich schon mal und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Lenkung und hinten die Endabschalter noch einbaue. Das zeige ich euch dann noch. Und ansonsten sind wir schon durch. Bausätze sind alle verbaut. Wie gesagt, jetzt kommt der Feinschliff. Hier abschleifen, hier und da lackieren. Ihr seht, hier unten habe ich schon ein bisschen sauber gemacht. Alles nicht mehr schlimm. Fahrfertig ist er. Es ist alles dabei. Ja. Liked mich. Hier unten, wie immer, alle Verlinkungen, Baubericht, Fotos und so weiter, wie sonst auch, auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de. Da findet ihr wieder alles. Wenn Fragen sind oder Anregungen, einfach schreiben, E-Mail oder hier unten unter den Kommentaren. Dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen und bis bald.